Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie wir die Parabel horizontal, also auf der x-Achse, verschieben können. Die Quellen zu dem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Los geht's! Ja, nehmen wir einmal die Form f von x ist gleich x². Das kann ich hier anders schreiben, und zwar x plus 0 das Ganze zum Quadrat. Warum? Weil x plus 0 ist x und das Ganze dann zum Quadrat, haben wir dann wieder x². Was passiert jetzt aber, wenn wir die 0 hier ändern? Zum Beispiel, wenn wir statt 0 plus 1 machen. Machen wir das einmal kurz, dann haben wir f von x ist gleich x plus 1 das Ganze zum Quadrat. Wenn x minus 4 ist, dann haben wir minus 4, also x plus 1, minus 4 plus 1 ist minus 3, das Ganze dann zum Quadrat, minus 3 mal minus 3 ist 9. Wenn wir minus 3 haben, dann haben wir minus 3 plus 1 ist minus 2, minus 2 zum Quadrat ist 4, minus 2 plus 1 ist 1, das Ganze zum Quadrat ist 1, minus 1 plus 1 ist 0, zum Quadrat ist 0 und das Ganze jetzt wieder 1, 4, 9. Zeichnen wir das einmal kurz in dem Koordinatensystem. Nun verbinden wir die Punkte miteinander und wir erhalten dieselbe Parabel nur nach links auf der x-Achse verschoben, also im negativen Bereich. Aber wenn wir nochmal hingucken, haben wir hier ja plus 1 geschrieben und nicht minus 1. Und die Parabel wurde dann um minus 1 auf der x-Achse verschoben. Das ist eigentlich das Ganze, was gemein ist an der Sache, ist, dass wenn wir Minus haben, dann verschieben wir es auf Plus und wenn wir Plus haben, verschieben wir es auf Minus. Hätten wir zum Beispiel die Form f von x ist gleich x minus 2, dann würden wir das Ganze in der anderen Richtung machen, dann hätten wir hier einmal die Parabel und die würden wir dann nicht um minus 2 verschieben, sondern um plus 2, okay? Hätten wir hier dann minus 3, dann würden wir die Parabel um plus 3 verschieben auf der x-Achse. Wenn wir jetzt aber plus 3 haben, dann verschieben wir es ganz logisch um minus 3. Okay? Mehr ist es auch nicht. Diese Form ist nichts anderes als f von x ist gleich x plus d, das Ganze zum Quadrat. Das d kann bei euch vielleicht auch ein anderer Buchstabe sein. Bei mir im Buch steht, dass es d ist, deshalb rechne ich auch so. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Falls ihr mich materiell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf PayPal machen. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.